Ja, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video und heute ein kleines Update zu meinen Gemüsepflanzen. Hier habe ich meine Ingwer, habe ich jetzt ein paar Tage in Wasser gelegt und wie ihr seht, da kommt schon ein bisschen was raus. Das freut mich ungemein. Da türmt sich ein bisschen was auf. Ich decke sie das schön zu. Wir gehen direkt weiter. Ich habe ja vor 3 Tagen Radieschen eingepflanzt. Hier zieht euch mal rein. Die kommen schon. In der kurzen Zeit. Wunderschön. Das ist die andere. Krass, ne? Nach der kurzen Zeit. Also stimmt es, dass Radieschen echt wie bekloppt wachsen. Das ist der Salat übrigens noch, der amerikanische, der braune. Hat sich auch vergrößert. Da ist der andere. So, dann habe ich meine Tomate jetzt mal vereinzelt, wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Ihr seht, die ist sehr mickrig. Irgendwie wird die überhaupt nicht richtig groß. Habe jetzt zusätzlich nochmal eine zweite eingepflanzt. Hier Zimmertomate. Das dauert natürlich jetzt wieder ein bisschen. Einfach nur aus Sicherheit, falls die andere jetzt hier nicht kommt, nicht größer wird oder kaputt geht, keine Ahnung, was auch immer, dann habe ich auf jeden Fall nochmal einen Ersatz da. Und jetzt schaut euch meine Gurkenpflanzen an. Ich werde bekloppt. Schön groß geworden. Die Blätter. Wie man sieht. Auch die hat ein Riesenblatt bekommen. Wunderschön. Nur das an der Seite frage ich mich, das hat die andere auch, so ein bisschen braun. Bekommt ihr jetzt zu viel Wasser oder wisst ihr das zufällig? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob ihr mir da einen Tipp geben könnt, was das genau ist. Oder ist das echt vertrocknet? Weil das sieht mich ziemlich trocken aus. Irgendwie. Ja, man hört es auch. Das ist ziemlich trocken. Wahrscheinlich hat sie zu wenig Wasser bekommen, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir machen direkt weiter. So, hier ist mein Basilikum. Da waren nur 2 Stück drin. Ihr seht. Kommt auch ganz gut. Das ist dann der Eisbergsalat. Auch größer geworden. Bildet jetzt schon sein 4. Blatt. Und jetzt der andere Basilikum. Zieht euch bei denen rein. Wächst wie bekloppt. Wenn ihr euch jetzt fragt, was sind denn das für grüne Dinger da drin, ne? Habe ich mir letztens erst bestellt, ist eine Bewässerungsanlage. Und zwar, hier sieht man es besser, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, Deckel abschrauben, in Wasser legen, unter Wasser den Deckel wieder drauf machen, in die Erde stecken und die Pflanze holt sich direkt, das ist dann übrigens hier unten, na sag schnell, hier, ich kann es mal zeigen, so sieht das dann aus. Ton, genau, es ist Ton und Ton ist ja wasserdurchlässig. Lässt dann schön das Wasser durch und die Pflanze holt sich direkt über die Wurzeln ihr Wasser. Also nicht wundern, wenn es hier oben ein bisschen trocken ist. Das ist egal, weil die Pflanze kriegt so ausreichend Wasser und holt sich nur das Wasser, was sie auch braucht an Menge. Somit muss man sich ums Gießen auch gar nicht mehr kümmern. Und ihr seht, wächst echt super. Kann mich nicht beschweren. Schöne Farbe, sehr kräftige Blätter, duften auch schon wunderbar. Und wir gehen direkt mal weiter und zeige euch jetzt noch mein kleines Gewächshaus. Hier Tomaten, ach Tomaten, sag ich schon, Kartoffeln auch mal. Kleines Update. Stehe ich gerade im Licht. Ja, komme jetzt auch langsam raus. Da ist einer. Da ist der andere. Joa. Wächst auch langsam vor sich hin, muss ich da wieder Erde drauf machen, neue. Hier das Gewächshaus. Petersilie braucht ein bisschen lange, finde ich. Wie ist da eure Erfahrung? Wie wächst denn bei euch so der Basilikum, falls ihr eingepflanzt habt? Dauert ein bisschen lange, meiner Meinung nach. Aber mal abwarten. Sieht ganz gut aus. Ja, und hier ist dann noch die Paprika, der Naschzipfel. Santus. Bildet jetzt ganz langsam, man sieht es in der Mitte,
ein drittes Blatt. Und ab dem dritten Blatt, sagt man ja, kann man es langsam vereinzeln. Pikieren sagt man auch. Ist irgendwie der Fachausdruck. Ja. Da kommt, glaube ich, noch kein drittes Blatt, wie es scheint, oder? Nee, ich glaube nicht. Doch ganz leicht sieht man es. Da sieht man es, genau. Aber wie gesagt, bleibt noch abzuwarten. Paprika braucht auf jeden Fall ein bisschen länger. Viel Sonne. Und diese feuchtwarme Luft natürlich ist perfekt. Deswegen werde ich es erst demnächst umpflanzen, wenn dann das dritte Blatt richtig rauskommt, werde ich es auf jeden Fall umpflanzen. Und ja, dann sehen wir mal weiter. Das soll es dann auch erstmal wieder gewesen sein an dieser Stelle. Kleines Update, dass ihr auf dem Laufenden seid, wie es mit meinen Pflanzen ist. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Bewässerungssystem zum Beispiel oder zu dem letzten Düngtrick, sieht man ja hier, habe ich euch ja gezeigt, wie man richtig düngt. Das ist ein cooler Trick. So kriegen sie ausreichend Dünger. Dann schreibt es in die Kommentare rein, eure Fragen. Über ein Abo würde ich mich freuen oder einen Daumen hoch natürlich. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.